erstmal. Käffchen! Käffchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Cheers. Bear Talk. Nach dem Intro. So, und wie geht's dir? Mir geht's wie immer blendend. Blendend. Es gibt mich seltenst in nicht gut oder... Dein lieber Daniel ist jetzt weg. Das ist völlig in Ordnung. Der war echt grumpy die letzte Woche. Komm noch ein bisschen mehr. Mehr ins Bild. Der war auch echt grumpy die letzten Wochen, würde ich behaupten. Yes. Why? Ja, vielleicht hat er einfach mal Urlaub gebraucht. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber ist er jetzt wirklich 3 Wochen weg? Ja, also der ist jetzt auf jeden Fall mal eine Woche weg, wo er auch weggefahren ist. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob er sich ab und zu mal blicken lässt. Im letzten Urlaub hat er sich gar nicht blicken gelassen. Da war auch der Kontakt relativ wenig. Das hat er sehr angekreidet bekommen. Oh, okay. Zumindest von mir und von Aaron. Dementsprechend meldet er sich aktuell ein bisschen mehr wie im letzten Urlaub. Und jetzt schauen wir mal, ja, hat jeder seinen Urlaub verdient, also warum nicht? Hm. Dann macht er so normalerweise im Jahr wenig Urlaub, ne? Mhm. Zu Weihnachten. Dann, ja, für die, ja, das Video kommt ja auch heute dann raus. Wie sieht es denn dann für dich jetzt aus mit dem Stream? Der Nils ist da. Und eventuell war geplant, dass der Kai kommt, aber der Kai war sich nicht sicher, ob er das schafft. Mhm. Wenn der Kai kommt, dann heute gibt es ja ein Glurak-Angebot, also ab rüber in den Stream, wenn ihr das schaut. Ja. Heute gibt es ein Base-Set Glurak zu gewinnen. Und es gibt nur Booster, in denen man Gluraks ziehen kann. Und Gluraks geben extra Punkte. Okay. Ein Glurak-Bundle. Ne? Also heute zahlt ihr 30 Euro und bekommt für 30 Euro. Und für die, das sind gute Booster. Das ist ein sehr gutes Angebot für 30 Euro. Bekommt man einmal Pokémon Go, einmal strahlende Sterne, einmal Zenit der Könige und einmal Celebration. Für 30 Euro, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Und die Gluraks geben extra Punkte. Der Daniel hat irgendwo noch eine Punktedatei gemacht, die müsste da drauf sein. Da steht's. Ja, erklär vielleicht mal für alle, die jetzt mein super cooles Cinematic nicht gesehen haben, auf unserem Instagram und eigentlich das überall. Das kann ja nicht passiert sein. Das ist unmöglich, dass ihr die nicht gesehen habt. Ja, nee. Für die es nicht gesehen haben, erklär mal, was ist das mit den Punkten, wie funktioniert das jetzt, was ist es gibt, Abend? Je nachdem, was du für eine Rarity ziehst, gibt es Punkte. In deinen 4 Boostern kannst du also Punkte erreichen. Normalerweise machen wir das immer mit ETBs, heute ist es ein Bundle. und der am Ende des Abends die höchste Punktzahl hat, gewinnt das Base-Set-Projekt. Wie viel ist denn das Base-Set Glurak momentan wert? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Da bin ich gar nicht. Also billig ist es auf jeden Fall nicht. So was jetzt zu verlosen. Wir haben schon öfter so geile Karten jetzt gehabt. Wir hatten auch letzte Woche hatten wir das XY Flashfire Booster. Das geht ja auch für 60 Euro. Ja, das ist wirklich Das ist halt ein Ansporn. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der es bekommen hat, hat das im Stream öffnen lassen? Nein. Hat's natürlich sieht mit nach Hause genommen. God damn it. Das hat mich so sehr interessiert, was man so aus einem 60 Euro. Dann hättest du es ja vielleicht schon mal in den Highlights gehabt. Ja, dann hätte ich dir das gesagt. Das wäre ein cooles Shot gewesen. Ja. Nein. Aber vielleicht kommt da ja nochmal so eins. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Heute Abend schauen wir erstmal. Ich bin gespannt. Ich kann euch sagen, zum Release-Marathon-Stream eine Woche lang zur Celebration, haben wir montags bis samstags gemacht. Mhm. Und mittwochs hatte ich schon keine Stimme mehr. Oh, stimmt, ich erinnere mich. Haben wir dann auch immer wenn ein Glurak gezogen wird, das dürfte ich jetzt nicht mehr machen, haben wir immer ein Lied, eine Band gehört, die aktuell sehr umstritten ist, wo es um Feuer geht. Ah ja. würden wir jetzt natürlich erstmal nicht machen, weil wir sagen immer, bei uns in den Streams wird keine Politik und solche und was auch immer diskutiert. Also muss ich mir für heute Abend noch was anderes einfallen lassen. Was ich immer bei einem Glurak spielen lasse, aber ich finde da was. Bin mir sicher. Ich finde da was. Was gab's denn da schon so krasse Momente? Ihr streamt ja jetzt schon länger, als ich da bin eigentlich. Also, eigentlich. Ne? 3 Jahre oder so streamen wir jetzt schon. Deswegen. Gibt's da nicht? Was sind so die krassesten Momente, an die du dich zurückerinnern kannst? So die 9-10 Stunden Streams. Bis morgens um 4-5. Boah. Waren da wirklich dann permanent Leute? Yes.
Echt? Mhm. Bis 4 Uhr morgens. 800, 900 Booster in einem Stream. Boah. Das ist eine Leistung. Da ging es halt ab. Sind wir und dann, lass mich raten, um 4 Uhr nach Hause ja. Und dann 9 Uhr wieder hier. Da habe ich ja nur, hatte ich nur einen 450-Euro-Job hier. Da bin ich dann um 4 nach Hause, hab 2 Stunden gemacht, als ob ich schlaf, bin wieder ins Auto und bin auf die normale Arbeit gefahren. Ach so. Nebenbei noch, ne? Ja. Wie lief das? Das war super. Ich war dienstags nie müde. Das hat auch niemand gemerkt. Nee, es war irgendwann so krass, dass ich mir meinen Urlaub und meine Überstunden so eingeteilt habe, dass ich dienstags immer Urlaub hatte. Das ist auch cool. Und dann hat es ja gar nicht so lange gedauert, bis das Angebot kam, dass ich komplett hierher komme. Hm. Und dann habe ich allen meinen Resturlaub und meine Überstunden so geteilt, dass ich immer dienstags zu Hause bin und dann durch. Was hast du da nochmal gemacht? Da war ich bei einem Großhändler für Heizung, Sanitärbedarf, Elektro, Kundenberater. Verkäufer, nenn's wie du willst, keine Ahnung. Das kann ich aber viel gut. Zu langsam, viel zu langweilig. Also ich wäre, ob Ramon fürs gekommen Thema, wäre ja, nicht. Aber der Akt selbst, das ist glaube ich voll dein Ding. Ja, aber es war, also mir war es zu langsam. Ich wäre dort jetzt auch zum Kundenmanager aufgestiegen, aber es war mir zu langsam. Ich habe schon gemerkt, dass der Manager im Bär. Yes. Also ich habe gemerkt, dass der Job damals nicht anspruchsvoll genug für mich war. Also so wenig anspruchsvoll, dass ich angefangen habe, schlampig zu werden. So durch echt? Langeweile, yes. Warum so anspruchslos? War es so einfach oder einfach nur langweilig? Ja. Also das Computersystem war super einfach, wo du da reinhackst, was die haben. Jeden Morgen kam Lieferung, dann muss der Laden aufgefüllt werden. Und irgendwann war dann so, ob das jetzt 120 oder 125 ist mir scheißegal. So war. Und das habe ich gemerkt. Also ich bin da voll so. War super Laden, super Firma. Wie die geführt wird, familiär, alles, super Gehalt, aber nö, es war nicht anspruchsvoll genug. Es war keine Herausforderung für mich. Hm. Und das war, glaube ich, das Problem an der ganzen Sache. Und dann hier hast du direkt gemerkt, ist ein das war schon ein, allein schon, weil, ja, das hat mich angefickt, das war was Neues. Das Streamen. Stimmt, davor warst du ja nie so interessiert Handwerk, ja. An... Also, doch, klar, natürlich, nein, Nerd bin ich schon immer interessiert auch. Ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben immer, wenn irgendwelche neue Decks kamen, ich glaube, 3 Mal wieder mit Yu-Gi-Oh!-Spiel angefangen, als es noch normal war, das Yu-Gi-Oh!-Spiel. Ja, ja, ja. Als es noch normal war. Aber super. Das hier war halt eine Herausforderung, das alles. Ja. Da habe ich gemerkt, hier sind Arbeiten, die ich abnehmen kann, die ich bringen kann, die ich leisten kann. Und dann ging das ja Schlag auf Schlag. Nee, das muss ich aber auch echt dazu sagen. Ne? Also für jeden, der zuguckt und sich denkt, boah, hier zu arbeiten wäre bestimmt geil. Ja, aber es ist halt wirklich ein Job, egal in welchem Bereich du bist, wo du immer was Neues hast und es immer was zu tun gibt. Das glauben also viele halt, nicht. Das, also ja, hauptsächlich viele, die Praktikanten. Ich glaube, viele denken, ja, gerade die Praktis denken, oh, Spieleladen, ja, da chill ich ein bisschen. Da wird der ganzen, also, da wird den ganzen Tag nur gespielt. Genau, ne? Aber nee, wir haben nämlich sehr viel. Ja. Wir haben sehr viel Spiele und sehr viel Spaß, aber es bedeutet aber wir spielen gleichzeitig ziemlich auch, wenig. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wir haben auch sehr viel zu tun, weil es halt sehr viel gibt. Yes. Ne? Ob es jetzt bei mir wegen Filmen ist, ne? Wir haben ja genug, man kann immer was filmen, es gibt immer was, was gemacht werden kann, es gibt immer was, was aufgefüllt werden muss. Es ist immer mal wieder lustig. Ne? Dann die neue Ware, die dann immer kommt, also es ist viel, viel zu tun, aber das Umfeld macht es halt einfach geil. Ja. Und das ist halt der springende Punkt, finde ich. Weil denselben Job, den kennst du machen in einem Aldi, Müller, da wäre halt nicht so gut. Da wäre es halt viel langweiliger. Da sind die Leute auch nicht so cool. Da wäre ja auch die Materie, mit der man arbeitet, nicht so geil. Das meine ich, ja. Ja, ich habe übrigens irgendeinen Husten, den ich nicht wegkriege seit Monaten. Seit Monaten? Der ist mal kurz da. Ja, seit ich da so krank war. Kommt dann mal einen Tag mehr, einen Tag weniger. Ja, aber ja, es ist so, also es ist ein Traumjob, aber viele, viele glauben, sehen... Ich glaube, viele unterschätzen es ein bisschen. Yes, also ich wurde zum Beispiel, das ist auch, ich nehme das den Leuten gar nicht böse, aber ich wurde sehr beliebäugelt, als ich gesagt habe, ich höre in meinem alten Job auf, das ist ein Multimilliardenkomplex, sage ich jetzt mal, Konzern, nicht Komplex. Was meinst du mit beliebäugelt? Ne, haben sehr lächerlich darüber gemacht. Oh. Dazu kam noch, dass ich ein scheinbar ganz guter Handwerker bin. Mhm. Und da auch immer wieder Angebote kamen.
Na, heute ist schlimm. Das ist der Traube-Minze-Husten, was? Die fehlende Traube-Minze. Ja, genau. Und ja, ich durfte mir Sachen anhören wie, ich werde jetzt ein Maskottchen. Ich verkaufe jetzt Spielzeug. Okay, lass mich raten, es kam alles von eher älteren. Älteren, natürlich! Ja, okay. Mein erster Vorgesetzter, mein letzter Job, ganz toller Mensch. Ich glaube, das ist dasselbe, wo ich quasi durch musste, weil ich ja auch ursprünglich Handwerker war. Und Systemelektroniker. Ne, etwas, was halt wirklich, wirklich gut bezahlt wird, wenn man mal fertig ist. Aber ich wollte mich dort erschießen. Es ist wirklich nichts für mich gewesen. Nachdem ich dann, das ist dieses typische Thema, ne, man macht was Vernünftiges oder Kunst. Ne, und da ist jedes Elternteil jeder Erwachsene denkt sich da dann so, ja, wie willst du denn damit Geld verdienen? Nee, ganz, also fühle ich. Ich habe dann mit dem einen oder anderen danach mal gequatscht und als sie dann gehört haben, wie das alles so läuft. Mhm. Oder die ersten Male da waren, als mein erster Gesell hier war. Es ist auch nur eine ganz normale Branche. Genau. Und gesehen hat, was hier an Menge und Ware und Einzelkarten und es geht uns ja sichtlich allen gut. Der Battlebear wächst und gedeiht aus allen Ecken und es funktioniert. Ja, das ist etwas, was ich auch anpreisen wollte. Einfach der extreme Wachstum, den wir haben. Egal wo, mit allem. Ich meine, wie lange ist es jetzt? 5 Jahre? In 5 Jahren zweimal den Laden zu wechseln und dann so groß. Ja. Wir sind der Größte in... Müsste ich jetzt lügen, aber Rheinland-Pfalz safe. Umgebung wahrscheinlich noch mehr. Es gibt von den Quadratmeterzahlen, glaube ich, einen in Deutschland, der größer ist. Nur einen. Der hat aber nicht so eine große Spielfläche wie wir. Boah. Und das hier, hört ihr das? Das geht mir auf den Sack, der kommt weg. Ich habe zu Hause schon einen neuen, ich muss ihn nur mitbringen. Okay. Das nervt mich von der Symmetrie auch immer ein bisschen, weil ich bin ein bisschen kleiner. Wenn ich auf dem hocke und egal wer vom Team auf dem, dann wirke ich da wie ein Zwerg. Yes. Das Problem ist halt auch, dass hier dieser Mechanismus hier kaputt ist. Da geht es zwar noch tiefer, aber nicht höher. Aber oben, ganz oben bleibt er nicht. Ja. Den bringe ich mit. Ich muss bloß die Woche schauen, ob ich ihn ins Auto bekomme. Ja, aber wir sind brutal gewachsen. Das Team wächst und minimiert sich immer mal wieder an jeder Ecke. Grüße gehen raus an den Max, der war jetzt jahrelang da. Dem seine Zeit war jetzt einfach abgelaufen. Den haben wir absolut ins Herz geschlossen, den haben wir lieb. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, was da jetzt... Der ist jetzt einfach fast fertig mit der Uni und dann geht das richtige Arbeitsleben los. Ach so, Grüße gehen auch raus an unseren Sergej, der ist jetzt bei den PC-Spezialisten. Dort ist er, denke ich, gut aufgehoben. Es wird immer mal wieder kleiner und weniger und mehr und... Mal hat man 4 Praktikanten, weil der Danny nicht in den Kalender geschrieben hat. Mal hat man keine Praktikanten. Ja, nee, aber das muss ich echt sagen, mir fehlt mittlerweile, ne, jetzt zum Beispiel heute, klar, ne, Grüße gehen raus, Daniel, wenn du das heute siehst. Der fehlt dir heute schon. Nee, ist also Montag. Es ist weniger das Fehlen, sondern es ist jetzt zusätzlich mit Jesse noch, jetzt sind wir halt quasi zu dritt hinten. Yes. Na? Ja, zu viert, wenn Aaron später noch kommt. Es war heute Morgen sehr ruhig, als ich hier war um 8. Das ist normalerweise nicht. Da ist montags morgens normal immer der Talk mit Daniel, wie das Wochenende so. Und da hat man es ja einen Tag nicht gesehen. Das ist für uns ja schon viel. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es sehr genossen heute Morgen. Diese Stille. Kein Salz in der Nähe. Kein Salz in der Nähe. Ich konnte ein bisschen mein Hörbuch weiterhören. Dann fangen wir doch daran. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war super. Ey, muss bei mir auch sagen, das war bis seit langem mein bestes Wochenende. Aber fang du an. Samstags hier gearbeitet, gestern Barbecue, Wochenende super. Barbecue? Hast du gegrillt? Ich habe Ribs gemacht und Barbecue-Soße gekocht. Barbecue-Soße gekocht? Deine eigene? Ich habe am besten gelernt. Grüße gehen raus an unseren leicht behaarten Chef. Der Papa Bär? Der Papa Bär. Der hat mich da so ein bisschen in seine Schule aufgenommen. Und dann mache ich Ribs. Nicht so gut wie er, aber gut. Und Barbecue-Soße gekocht, paar Stunden. Hätte auch vorbei sein können, mein Leben gestern. Ich putze die Ribs immer, also schneide die sauber. Okay. Ja? Und die Reste, also auch mal Knochen und wenn noch ein bisschen Fleisch ist, gehen bei mir mit in die Soße zum Einkochen. Mhm. Dann lasse ich das stundenlang kochen. Ja. Und ich war der Meinung, ich habe 2 Knochen drin und die habe ich rausgesucht mit einer Kochzange. Es waren aber 3. Und in meiner Soße sind ganz viele Dinge, die ich dann danach püriere, dass es eine Soße wird.
Und dieser eine Knochen war da wohl noch drin. Wird zum Projektil. Alter. Echt jetzt? Der ist unten natürlich in diese Klinge und ist mir aus dem Topf, Topf 4, und hier ist bei mir das Waschbecken, aus dem Topf an meinem Kopf vorbei ins Waschbecken. Nicht geflogen, geschossen. Das hat gescheppert. Alter. Überall Barbecue-Soße in meinem Gesicht, im Schell, überall. Wie geil. Ich hätte einfach mein Augenlicht verlieren können. Ach du Kacke. Aber mir passieren ja immer so Dinge. Wie hieß der nochmal? Kimimaro, glaube ich? Der mit mit den Knochen. Alter. Aber solche Dinge passieren mir immer und meistens überlebe ich sie. Meistens also, überlebt ich habe sie bis jetzt alle überlebt, aber ich bin nochmal, ich bin von der Gamescom heimgekommen und es war sau heiß. 80 Grad im Auto, 4 Stunden. Boah. Mhm. Und wollte einfach nur eine kalte Flasche Sprudel. Wasserhahn auf, SodaStream, Glasflaschen rein. Pscht, pscht, pscht. Und die Flasche explodiert. Digga, wie kriegst du sowas hin? Explodiert. Ist nichts passiert, nur nass. Aber das hat gescheppert. Ja, das ist auf eine Lautstärke. Ich musste mich sind auch dick. Genau. Ich musste mich auf den Boden sinken lassen und dachte, okay, mein Leben war nice. Der Krieg beginnt. Ich krieg einen Herzinfarkt jetzt. Der Arm hat schon wehgetan. Weißt du, wie ich mir das eingebildet habe? Ich war allein zu Hause. Mhm. Kein Handy im Sack. Und saß dann wirklich, ich glaube, eine halbe oder dreiviertel Stunde in der Küche auf dem Boden. Das Wasser am Rücken runter, weil es vom Schrank runtergelaufen ist, und hatte Angst aufzunehmen, weil ich dachte, okay, jetzt ist es aus. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt gehe ich. So Dinge passieren mir immer. Immer. Ich könnte da so viel Bedrocks, können wir gar nicht drehen. Alter, so brauchst du. Mir ist auch mal so ein Stück Boden unter den Füßen weggekracht und ich bin 2,50 Meter nach unten hinterher geflogen. No front. Beim Handwerken wahrscheinlich. Jetzt nicht einfach so in einem normalen Gebäude und auf einmal ist kein Boden. So ein Stück. Hier, mindestens so. Alter. Und ich bin. Da hat die. Die Stadtwerke haben die Anschlüsse ins Haus gebohrt, unterirdisch. Mhm. Und da ist eine Woche lang jeder drüber gelaufen. Dicker, dünner, mehr Leute, was auch immer. Wochenlang ist nichts passiert. Ich, jeder, schwerer, dünner, zwei Leute mit Material, alles. Mhm. Und ich laufe da, ich glaube, dienstags drauf. Meinem Chef hinterher, der ist noch vorgelaufen und lauft drauf. Und es bricht so ein Stück Boden weg und ich falle hinterher. Und bremse auf einer vorstehenden Stein. Dieses rote Stein, Sandsteinkante mit meinen Schienbeinen. Und mein erster Gedanke war, Schienbeine sind gebrochen. Die haben so weh, Dominik, Schmerzen. Und mein Chef erzählt weiter mit mir und läuft weiter. Ich höre ihn erzähle. Das hat er nicht mitbekommen. Und er sagt irgendwann, Danny. Und ich sag, yo, ich brauch glaube ich Hilfe. Ich bin tot. Und dann kommt er so gelaufen, guckt da runter und sagt, was hast du gemacht? Und also, das kurze hat sich, Zeit. Das hat sich viermal, echt an wie ein Cartoon, ne? Ich schwöre dir, viermal drei Leute damals und der Gesell, mein Gesell war im Krankenhaus wegen dem Herz und der Chef und ich waren alleine in der Großbaustelle und dann fall ich in ein Loch. Der guckt mich an und sagt, ich kann dich nicht auch noch verlieren, hat er gemacht. Nett mal geht's dir gut. Da haben die mich hochgezogen, meine Beine, es dachte jeder, die Schienbeine sind kaputt. Boah. Aber nur die Haut, ne? Aber nur. Grün, blau, gelb, alles. Krankenhaus, geröntgt. Ihren Schienbein geht's gut. No. Ist eine starke Brennung, aber zwei Tage. Du bist wie Kick-Ass. Ja. So 100 Mal kaputt gegangen, aber nie ganz. Was soll ich tun? Lauter so dumm. Also wirklich, du könntest so viel Bear Talks können wir gar nicht drehen. Du brauchst so einen Injury-Counter, ne? So, der wird jedes Mal resettet, wenn du dich wieder verletzt. Ich habe mir nie weh gemacht. Und dann habe ich mir einmal abends mit einem frischen Keramikmesser ein Stück Daumen fast weggeschnitten. Und seitdem geht's bei mir bergab. Also, einen Tag später. Da hat der Fluch angefangen. Genau, einen Tag später. Du wurdest wahrscheinlich einen Tag vorher verflucht von irgendjemandem oder so. Und einen Tag später habe ich mir die Flex ins Gesicht gerannt. Ja, wer das sehen will, der muss in den Laden kommen. Die Flex ins Gesicht ganz gerannt, leicht. Da war das ist alles ab dann. Alles. Das ist aber auch so eine Story, like, weißt du, so manche Leute, hingefallen, Arm gebrochen, dies, das. Eine Flex ins Gesicht. Das so ist, eine Flex. Das hört sich an wie ein Saw-Film. Das ist so eine der Fallen ich gewesen. Ich sah auch aus wie bei Saw. Digga, erwachsene Männer sind ja blass geworden und sind von mir weggelaufen. Nicht angucken können. Im Krankenhaus haben die einfach so ein Tuch auf mein Gesicht gelegt und haben gesagt, es tut uns wirklich leid, Herr Schäuble, aber wir können es nicht sehen. Und als der Arzt reinkam, hat er gesagt, warum hat der arme Junge denn ein Tuch auf dem Gesicht? Sau, dann macht er so das Tuch weg, guckt. Ah, okay. Lass mal drauf. Weggemacht, hat es angefasst und hat gesagt, so gemacht,
Herr Scholbeck, ich hatte im Nebenfach Schönheitschirurgie, das kriegen wir wieder hin. Ey, und, dann haben die mich OP fertig gemacht. Also, ja. Ey, muss man aber auch sagen, das ist krass verhalten. Ist, ja, halt. Ich, dafür, also es war besser, es war ja schlimmer. Ich wollte und da sagen, bin ich Lippe? Ja nochmal drauf gefallen. Ich hab's ja nochmal kaputt gemacht. Nochmal? Ja, ich bin mal. Nochmal die Flex. Kennst du diese Stahlregister, womit du eine zweite Höhe einziehen kannst, in den Raum zum Beispiel? Ach so, ja, ja, ja. Und da bin ich mal so eine Treppe von denen, haben ich meine Schuhe verhakt. Sicherheitsschuhe mit hohem Profil und die sind drin stecken geblieben und ich hatte was in der Hand, was Schweres und wollte es nicht fallen lassen und bin dann Kopf vor so eine Treppe 10 Stufen nach unten. Oh, habe ich einmal so gedreht und habe mich perfekt geschützt so und frag mich, was ich gemacht habe. Und bei der letzten Treppe, die ich mich hätte schützen müssen, habe ich die Hand weggemacht und die hat mich frontal im Gesicht erwischt. Zähne weg, die habe ich geschluckt. Alte Narben auf, hör mir auf. Ich bin aufgestanden. Hast Zähne geschluckt, sind wieder rausgekommen. Ich hoffe es. Ich habe es nicht kontrolliert. Ich bin aufgestanden, habe gefühlt und dachte so, du Idiot. Und da bin ich erstmal in den Aufenthaltsraum, habe in den Spiegel geguckt, habe mich hingesetzt und musste erstmal kurz weinen. Nicht vor Schmerzen, sondern vor Frust. Und dann habe ich Krankenwagen angerufen und gesagt, hi, ich bin gerade selbst die Treppen runtergefallen, ihr müsst mich abholen. Ja, du dann so, hi, Scholbeck hier. Und dann, ah, Scholbeck! Ja, kein Problem, wir sind gleich da. Also der Arzt, der mich damals operiert hat nach der Flex, hat sie mich schon im Aldi mal angesprochen. Na, Flex, wie geht's? Ein paar Wochen später. Aber da sah ich auch noch krass aus. Waren ja 52 Tische. 52, Alter. Und als ich nach dem Flug, wurde ich im Krankenhaus einfach in den Saal gesetzt. Und ich saß dann so auf dem Stuhl so. Mit dem Eispack drauf. Es war nicht ganz schlimm, aber es war halt wieder offen. Und da kommt ein Arzt rein, wollte nur was holen. Und sagt, setzt du die Augen zu? Hallo, wie geht's Ihnen denn? Habe ich nur gesagt, ist nicht das erste Mal. Und auf einmal merke ich, wie der Arzt hinkt, nimmt mir das Kühlpack weg und sagt, das habe ich doch schon mal genäht. Und er war genau der Arzt. Nee, oder? Ich schwöre dir. Geil. Und hat dann angerufen und hat gesagt, warum sitzt denn der junge Mann hier im Witnebindien? Ja, sie hatten gerade kein Kontingent. Und hat er wortwörtlich am Telefon gesagt, verschieben Sie meine OP um eine halbe Stunde, ich mache das schnell. Schicken Sie mir mal die zwei neuen Azubis. Da mussten so zwei kleine Mädels dem so ein bisschen helfen. Hat er mich mitten in dem Raum zwei Spritzen sauber zusammengenäht. Und dann hat er gesagt, Herr Scholbeck, bis zum nächsten Mal. Sie können Ihre Frau anrufen mal. Und gehen. Das will man nicht zum Abstand. Ich schwör's dir. Und dann habe ich Sandra angerufen und gesagt, hallo Schatz. Und dann war die so, oh Gott, warum hörst du dich so komisch an? Du musst jetzt ganz ruhig bleiben. Bring ein schwarzes Handtuch mit. Und hol mich bitte im Krankenhaus ab. Oh Gott. Und dann war nur so, düp, 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 düp. Nett mal was gesagt so. Ja, okay, machen wir. Und geil, das ist doch lange nicht alles. Mir ist schon so viel Dummes passiert. Ey, ich glaube, das könnte ein neues Format werden. Storytime mit Danny. Daraus ich cut daraus wahrscheinlich einen Short, weil das ist einfach zu lustig. Das ist einfach so, wie kann dir so viel passieren? Mir ist nie was passiert. Früher war der Pechtyp über meinen Bruder, der hat sich alle Knochen und durfte, ich glaube, mit 15 schon nicht mehr geröntgt werden, weil der Röntgenpass voll war und so ein Scheiß. Aber mir ist nie was passiert. Karate, nie. Heftig. Früher mal ein paar Hände, ein paar Finger kaputt. Ich sag's dir, vom Keramikmesser wurdest du verflucht. Irgendjemand hat dir hinterhergerufen. Da bin ich ja froh, wie alt werde ich da gewesen sein? So 20? Dass das gedauert hat bis 20, bis mich jemand verflucht. Ich hätte das vermutlich schon früher erwartet. Ich wollte es gerade sagen, aber das kann man hier nicht erwähnen, was davor alles war. Vermutlich eine alte Lehrerin von mir. Grüße gehen raus. Aber nee, fängt es doch nach einem coolen Wochenende an. Nee, ich hatte wirklich ein gutes Wochenende. Also kann ich mich nicht mehr, wie gesagt, gestern ein bisschen Barbecue. Ey. Dann gemütlich essen. Absolut. Ich muss auch mal kurz dazu sagen, der Samstag war einer der gechilltesten Tage seit locker einem Jahr bei mir. Du warst hier. Erst hier ein bisschen, ne? Ich habe ausgeschlafen. Ich hatte keine Arbeit zu Hause. Keine private Arbeit. Musste nicht normal arbeiten. Meine Familie hat mich nicht gebraucht. Meine Freundin ist gerade in Bosnien. Ne? Niemand von der Familie oder Freunden hat irgendwie was von mir gebraucht. Hilfe, hier, da, was erledigen. Ne? Ich hatte einen kompletten Tag für mich. Hab gefrühstückt. Bin dann hierher gekommen auf die Arbeit. Hab mit dem Breeze und den anderen Jungs Karten getauscht, bisschen so hier meinen Spaß gehabt. Dann noch zu meinem Kollegen in Hornbach gegangen, für so Heimprojekte ein paar Sachen geholt. Dann bin ich zu ihm gegangen, wir haben Formel 1 Rennen geguckt, uns für 60 Euro KFC bestellt und danach Cartoons geguckt. Klingt aber erfolgreich. Das war so ein chilliger Tag. Und dann nachts bin ich noch zu einem Kollegen gefahren,
hab dort ein bisschen gechillt. Also Samstag war, mein Wochenende war einfach, das war der, nur für Dominik. Ja. Das war so geil. Hat so gut getan. Ich freue mich immer, wenn ich solche Sonntage habe. Ja. Einfach so, dass gestern war es auch okay, Barbecue vorbereitet, ein bisschen mit dem Hund draußen. Aber sonst nur einfach Bett, Toilette, Kühlschrank, Grill. Das kann ich gar nicht mehr. Nee? Da drehe ich durch. Das ist für mich wie Gefängnis. Nee, Serien schauen. Nee. Entweder... Weil dann schaltet mein Kopf ab. Das Serien schauen ist für mich so die letzten 2-3 Stunden vorm Schlafen gehen. Aber dafür muss ich den Rest des Tages was gemacht haben. Nee, deswegen war gestern, war am Samstag. Samstag war so geil bei mir, weil ich habe einen Tag komplett für mich gehabt, habe nichts Produktives gemacht, aber ich habe Sachen gemacht. Weißt du, so, ich war mit Freunden unterwegs, ich war hier, ich habe Spaß gehabt mit den anderen Leuten. Also ich habe immer was gemacht, aber es war jetzt nichts, was für Arbeit, Hasseln, dies, da, weißt du, so, war nichts Produktives. War nur so das, worauf ich gerade Bock hatte. Das ist für mich der perfekte Tag. Weil dann bin ich trotzdem noch in Bewegung, ne, so vegetiere ich nicht vor mir hin. Ja doch, zu Hause. Manchmal brauche ich das. Ich vegetiere manchmal gern. Echt? Nee. Ja gut, ich hatte letzte Woche aber bestimmt da wieder 60, 70 Stunden. Mhm. Ist okay, ich brauche das manchmal. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich habe das einfach so, bei mir ist das drin, so ich muss immer was machen, immer was in Bewegung bleiben. Ich kann das vielleicht maximal einen Tag. Das reicht mir meistens schon, einen halben Tag reicht mir meistens schon. Mhm. Ja, ich kenne das, wenn ich mit meiner Freundin dann zu Hause hocke, dann wollen wir eine Serie durchbingen. Also nach der 6. Folge denke ich mir so, okay, ich habe mich seit 6 Folgen nicht bewegt, ich drehe langsam durch. Nee. So, die kann eine ganze Serie machen, aber ja, bei mir geht das nicht. Ich weiß nicht warum. Doch, das kann ich. Doch. Ja. Ja, wird auch eine ereignisreiche Woche, denke ich. Am Wochenende ist ja, nur dass ihr schon mal alle gehört habt, am Wochenende ist in Rammstein die Tattoo-Tata. Oh ja, das wird dann wieder für mich ein lustiges Wochenende. Erscheint dort bitte alle. Ich werde dort nur am Sonntag zu sehen sein, weil Samstag ist das erste Heimspiel unseren heißgeliebten FCKs. Und ich habe jetzt eine Dauerkarte, muss ich da ja hin. Mhm. Sonntags komme ich dann ein bisschen auf die Tattoo-Tata, lass mich vielleicht... ein bisschen von der Patrizia quälen und dann geht's nach Stuttgart. Da hätte ich auch so Lust wieder drauf. Da fehlt noch, ne? Ja. Hier, schön Platz. Ja, lass mich ein bisschen von der Patrizia quälen und dann gehe ich auf Konzert und dann ist die Woche vorbei. Ja. Und dann geht's wieder los. Dann ist der Daniel schon eine Woche weg gewesen. Boah, stimmt. Das heißt, wir sitzen am Montag, am Montagmorgen sitze ich vermutlich nicht mit dir hier, weil ich ein bisschen länger brauchen werde, bis ich hier bin, wenn ich von Stuttgart aus komme. Mhm. Aber... es wird eine ereignisreiche Woche. Und dann ist der Juli fast vorbei, bedeutet Locana Release. Rückt näher. Und da kommen noch so 2-3 große Sachen. Wir sind am 12. August sind wir auf dem Cosplay-Tag im japanischen Garten samstags. Ah, nice. Von dort aus werden wir auch live streamen. Oh, echt? Wir streamen den Cosplay-Tag. Das kann interessant werden. Ja. Coolio, wird cool. Ja, deswegen, wenn ihr das Video jetzt zu Ende geguckt habt, springt jetzt direkt in den Livestream rein. Und geht mir auf den Sack, bitte. Genau. Ne, macht mit für 30 Euro bei den Boostern. Ich wollte gerade Displays sagen. Nein, bei dem Klurak-Bundle, was es heute am heutigen Abend bei Twitch gibt. Ladies and Gentlemen. Denkt dran, ihr könnt ein Base-Set Klurak gewinnen. Und ich glaube, das will jeder. Ist auch noch ein super Zustand. Yes. Ja, wer es im Video gesehen hat, Klurak. In dem Short. Ja. Und ansonsten... Wer keine Kloraks will, ist kein Pokémon-Fan. Oh das stimmt. Jetzt geht's das los. Stimmt. Jetzt kriege ich wieder... Jetzt drehen die Kommentare wieder durch. Yes. Aber ja, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Richtig. Und wir sehen uns nächstes Mal. Und ihr seht euch jetzt gleich im Stream. Richtig. Bis gleich. Passt der ganze los.